Danke Edith, danke. Wir melden uns heute aus Klagenfurt, Hartberg und Innsbruck, um von den Länderfinale des Confetti Club Super Volley Turniers zu berichten. Hier in Klagenfurt sind noch die Vorspiele im Gange. Ich mische mich jetzt unter die Sportler und melde mich dann rechtzeitig zum Finalspiel wieder. Ja, es war recht gut. Wir haben viel Spaß gehabt und wir hoffen, dass es noch so weitergeht. Nachdem die kleinen Superteufel, die Flöhe, Oktopusse, die Tiger, die Superbienen, die schwarzen Adler, die Panther, die Superfuzis, ja auch die Flohhaxen, die Netzfighter, nur um einige Mannschaften zu nennen, in den Ausscheidungsspielen ihr Bestes gegeben haben, qualifizierten sich Hypo de Killer und Yakuzashi für das Landesfinale in Klagenfurt. Und das Spiel hat soeben begonnen. Und auch wir wollen uns jetzt voll und ganz auf dieses spannende, hochklassige Match konzentrieren. Und drüber! Da war das Auto oder nicht? Nein. Die Besprechungen mit dem Trainer zwischendurch sehr wichtig. Auch mit der Trainerin. Und mit der neuen Taktik geht es gleich viel besser. Ein wundervoller Punkt der gelben Mannschaft. Aber die Weißen schlagen zurück. Ein umstrittener Punkt. Herrlich. Und wie gesagt, die Weißen lassen sich nicht unterkriegen. War leider im Out. Aufschlag. Der Schiedsrichter immer dabei, zählt mit. Und nun steht es fest, der jubelnde Landessieger von Kärnten heißt Yakuzashi. Und ich gebe jetzt weiter meine Kollegen in der Steiermark. Hey,